Schnauze. Schönen guten Abend. Heute mal die letzte Sendung vor Jahresende hier Prüts Schnauze. Also gestern Abend waren Wahlen in Großbritannien und wie das immer so ist in der deutschen Linken, 24 Stunden später wissen alle Leute, warum nun Corbyn und die Labour-Partei gescheitert ist. Also ich würde mir das nicht anmaßen, in diesem Tempo vorzugehen. Ich finde aber, eins ist doch klar, bei Wahlen ist es nun mal so, wer die Agenda setzt, gewinnt die Wahlen. Und die Agenda hat nicht die Labour-Partei gesetzt, sondern natürlich Boris Johnson mit seinem Brexit. Umso schöner ist es ja, dass nun in Berlin hier nicht mehr die Kapitalisten und die Bosse die Agenda setzen, sondern die Mieterinnen und Mieter. Da können die Bosse, die Immobilienbosse, die sogenannten verarmten Vermieter, die Speichelecker von CDU und FDP noch so viel auf die Straße gehen wie kürzlich am 9. Dezember. Die Mehrheit der Mieterinnen und Mieter ist gegen sie. Und wir werden mal sehen, wie das nächstes Jahr weitergeht. Wie geht es denn bei mir nun weiter? Also ich muss ehrlich sagen, ich muss jetzt mal eine kleine Pause machen, ein bisschen Weihnachten, obwohl mir das Gedudel und der ganze Konsumterror auf den Keks geht. Ein bisschen Familie, ein bisschen Freunde und einfach ein bisschen ausspannen. Ich habe dieses Jahr 95 Veranstaltungen für unsere Initiative gemacht und habe da wirklich wunderbare Menschen kennengelernt. Mieterinnen und Mieter in der Gropiusstadt, in der Trettachzeile, in Reinickendorf, in Spandau und in der Habersatzstraße, wo es einen besonders großen Skandal gibt. Da sollen 100 tolle Wohnungen abgerissen werden, weil irgend so ein Scheißinvestor da teure Eigentumswohnungen hinbauen wollen. Und die Mieter, jedenfalls einige von ihnen, halten Stand und wehren sich dagegen. Und das ist sowieso ein wunderbares Ergebnis für mich, dass ich so viele Leute kennengelernt habe, die mit aufrechtem Gang durch die Gegend gehen und sich nicht mehr verbiegen und sich nicht mehr kriegen lassen. Und darum bin ich auch ganz optimistisch, was das nächste Jahr betrifft. Wir werden gleich am Anfang, im Januar, mit einer großen Plakatkampagne in Berlin starten. Wir werden dann am Ende Januar mit einer größeren Veranstaltung beginnen. Und ich hoffe und ich glaube, dass wir dann die zweite Stufe des Volksbegehrens einleiten können, wo wir 200.000 Unterschriften brauchen. Und da müssen natürlich alle mithelfen in allen Stadtteilen. Wir versuchen gerade, die Strukturen aufzubauen. Aber ich bin sicher, das wird schon und wir werden den Sieg einfahren. Und ansonsten wünsche ich euch wirklich, dass alle mal ein bisschen zur Ruhe kommen, ein bisschen die Freundinnen und Freunde treffen, gut essen und sich vielleicht auch mal ausschlafen. Ich jedenfalls habe es nötig. Bis dann, meine Lieben. Bis dann. Tschüss. Prüts Schnauze.